Wenn ihr wissen wollt, wie man dieses Bild auch schöner fotografieren kann, dann empfehle ich euch dieses Video. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ein wenig meinen Aufbau geändert und zwar möchte ich euch noch interaktiver mitnehmen. Soll heißen, dass ihr besser beobachten könnt, was ich so mache. Dazu habe ich meine Kamera mit dem PC verknüpft, sodass ihr später direkt das Vorschaubild sehen könnt, wie auch die Live-Ansicht. Dann könnt ihr euch besser beurteilen, was ich so von mir gebe. Nun, worum soll es gehen? Zum Ersten ein Foto von diesen Schmetterling machen. Da war der Plan, dass ich einmal mit dem Blitz von hinten komme und einmal von vorne und diese dann später in Photoshop verbinde, diese beiden Bilder. Also dass die Flügel eine helle Zeichnung bekommen und der Rest normal belichtet ist. Ich denke, das könnte gut aussehen. Nun, dann wollen wir doch gleich mal starten. So, jetzt seht ihr mich ganz klein, aber ich hoffe, ihr könnt das noch erkennen. Von daher möchte ich euch gerne bitten, mir Feedback zu geben, ob euch so ein Aufbau generell interessiert oder eher weniger. Nun, jetzt müssen wir diesen Kameraden hier hin platzieren, so dass er möglichst viel vom Bild einnimmt. So, Belichtung werde ich schon mal auf 125 ändern, weil ich weiß, dass ich mit dem Blitz arbeiten werde. Nun mache ich das erste Hilfslicht an und das zweite. So. Man kann hier schon leichte Umrisse sehen. Nun werde ich einmal den Blitz anmachen, um zu gucken, wie das Bild ist. Dazu werde ich erstmal einmal von vorne ansetzen. Und ihr seht direkt in der Vorschau, wie das ausgeleuchtet ist. Das ist schon mal sehr gut. Aber mit dem Bildausschnitt bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich werde ein wenig ranzoomen. Da kann es ruhig ein bisschen aus der Drittelregel laufen. So, und nochmal das Ganze. Ein Blitz von vorne. Ja, sehr schön. Nun stelle ich den Blitz hinten dran. Ja, sehr schön. Und einmal von vorne. So, nochmal anderen Winkel testen. Ja, sehr schön. So, mit der Rohaufnahme bin ich soweit zufrieden und ich verabschiede mich erstmal und gehe direkt in Photoshop. So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Photoshop. Ich habe beide Ebenen schon mal hinzugefügt und habe auch schon mal eine Ebenenmaske erstellt, wie man hier sehr schön erkennen kann. Nun müssen wir diese erstmal schwarz einfärben. Dann seht ihr, dass nur noch das dunklere Bild im Vordergrund steht. Nun müssen wir uns ein Pinselwerkzeug nehmen und einfach die Stellen, die wir sehen möchten, weiß einfärben. Aber das sollte ja den ein oder anderen durchaus bekannt sein. Ich werde es erstmal nur an einem Flügel zeigen, wie ich da so in etwa vorgehe. Weil ich denke, man kann schon sehr gut sehen, worauf die Sache hinausläuft. Nämlich, dass dieser Flügel schön betont ist. Und genau diesen Effekt wollte ich erzielen. Naja, dann möchte ich an dieser Stelle noch sagen, wenn euch der Aufbau gefallen hat vom Video, würde ich euch gerne um Feedback bitten, denn das hilft mir weiter, meine Videos weiter zu verbessern. Dann danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!